Hallo, mein Name ist Jan Gleitzmann, ich bin ein deutscher Autoblogger und meine Texte findet man unter autogeil.de. Ich bin von Citroën eingeladen worden, um euch, dem Publikum, einmal den Messestand hier in Paris zeigen zu können, auf dem Mondial de l'Automobile 2012. Wir befinden uns hier auf einem Stand, der 4000 Quadratmeter hat und auf dem 41 Fahrzeuge ausgestellt werden. Heute ist Samstag, ein Publikumstag. I feel so close to you. Okay, fangen wir doch nochmal an. Mein Name ist Jan Gleitzmann, ich bin deutscher Autoblogger und ich bin hier in Paris. Das war eben live. Wir bewegen uns jetzt wieder rückwärts da, wo wir eigentlich anfangen wollten. Ich befinde mich hier auf dem Stand von Citroën und der ist 4000 Quadratmeter groß. Citroën zeigt hier 41 Fahrzeuge vom C1 bis zum C8 und vom DS3 zum DS5. Und wie wir eben gesehen haben, auch das DS9 Konzept. Jetzt muss ich einmal gucken. Wo wir eben die Präsentation vom Standpersonal gesehen haben. Citroën hat unter anderem auch den Kubik mitgebracht, ein Konzeptcar, was sie schon in Frankfurt gezeigt haben. 9 Sitze, ein ganz neuartiges Fahrkonzept, wo sich die Sitze im Van halt beliebig gestalten lassen. Das Ganze wird mit einem Hybridantrieb versehen, vorne ein Verbrennermotor, vorzugsweise ein Diesel, hinten ein Elektromotor. Ich persönlich mag das Fahrzeug unheimlich gerne, weil es so ein bisschen weg ist von dem Trend, die Autos immer kleiner zu machen. Was man hier jetzt schön sehen kann an der Seite, sieht fast aus, als hätten die Mitfahrer überhaupt kein Licht im Auto, aber durch ein neuartiges nicht Design, sondern Werkstoffe kommt das Licht auch ins Auto. Was man hier nicht sieht, das sind einfach nur verspiegelte Gläser. Ich glaube, jetzt gucken wir uns mal den C4 Aircross einmal kurz an. Wo die Dame Platz genommen hat. Der neue SUV, Kompakt-SUV von Citroën, ein Segment, was Citroën jetzt auch bedient, wird hier auch in Paris gezeigt. Und weswegen wir aber eigentlich in Paris sind, ist da oben zu sehen. Das ist das DS3 Cabrio. Ganz neu vorgestellt hier in Paris von Citroën. Und Citroën setzt sehr viel hier auf diesem Stand auf die DS3-Linie. Wir haben hinten, das kann man leider nicht sehen, die WRC-Ausgabe, das Rallye-Fahrzeug von Sebastian Loeb hier. Da darf man sich auch anstellen und einmal einsteigen. Wir haben den DS3 Racing, das limitierte Modell, was ich auch schon gefahren bin und sehr viel Spaß macht hier, ausgestellt, auch da hinten in der DS Loeb Ausführung. Und wir haben jetzt halt hier ganz neu die Cabrio-Limousine. Ich habe neulich erst gelesen, irgendein deutscher Journalist vergleicht das Ganze ein bisschen mit der Ente, auch wenn die Form ganz anders ist, aber wir haben kein volles Cabrio, sondern die Seiten bleiben stehen. Man hat also nicht das Pluriel-Konzept wieder aufgegriffen, was ja auch viele Fans hatte, wenn es sich auch nicht gut verkauft hat, sondern man lässt die Dachräume stehen und hat quasi das Faltdach, was man bis 120 Stundenkilometer auf- und zufahren kann. Citroën stellt weiterhin in Paris oder hat vorgestellt ein kompaktes Fahrzeug, den C-Elysée, der für den südeuropäischen Markt vorgesehen ist, den wir in Deutschland nicht sehen werden. Und ich muss ablesen, auch den C4L, eine Langversion des C4, der für den asiatischen und russischen Markt gemacht worden ist.
Eine Studie auf Basis von dem DS3 ist auch noch da, der DS3 Electron. Und wie man vielleicht hier sieht, es ist Samstag, es ist Publikumstag. Ich lasse mich hier einmal filmen, damit ihr seht, wie voll das ist. Wir haben hier überall Leute stehen. Gefühlt sind auf dem Stand ungefähr 4000 Leute, also pro Quadratmeter mindestens einer, wenn nicht sogar noch mehr. Der DS9 als Konzeptauto wurde schon in Asien präsentiert, auf der Auto China in Peking. Und viele Leute denken ja, dass es schon ein Konzeptauto ist, was den späteren DS6 oder DS9 zeigen soll. Ich meine, gehört zu haben, dass das Auto drei Autos im Prinzip als Designstudie zeigt. Es soll ein SUV noch kommen, ein großer SUV von Citroën und zwei neue Fahrzeuge aus der DS-Linie. Der Wagen ist fast 5 Meter lang, dafür aber nur 127 cm hoch, also sehr flach. Und man sieht es jetzt hier hinten sehr schön. Es hat so Sporting Break, es ist ein Coupé, ein Kombi-Coupé. Angetrieben soll das Ganze werden, entweder mit einem Benziner oder einem Dieselmotor vorne auf der Achse und Elektromotoren hinten an der Achse. Ich persönlich hatte ja gedacht, dass man hier in Paris schon ein DS6 präsentieren würde, aber das ist leider nicht gekommen. Wie man hier sieht, man hat uns extra einen Sicherheitsgang bereitgestellt, damit wir uns hier überhaupt bewegen können. Es ist sehr schwierig, zu den Autos zu kommen. Ich hätte euch gerne noch das DS3 Cabrio ein bisschen ausführlicher gezeigt. Das ist leider nicht möglich. Was mich freut, ist, dass Citroën auf dem Stand zumindest noch den C6 zeigt. Das letzte Fahrzeug bisher in der Serie, was noch Hydropneumatikantrieb hat. Ich selber bin ein DS-Fan. Man sieht das hier, ich habe mich sogar tätowieren lassen. Ich liebe die Autos, nicht zuletzt wegen der Hydropneumatik. Hier wird der C6 noch gezeigt. Da hinten versteckt er sich irgendwo. Der Tubik als Konzept soll noch mit Hydropneumatik ausgestattet sein. Beim DS9 hört man dazu leider nichts mehr. Ich hoffe aber, dass Citroën auch bei den großen Limousinen das Konzept weiterverfolgt, weil dieses Federungskonzept einfach genial ist. Für mich läuft jetzt langsam die Zeit aus und ich kann mich im Prinzip nur noch verabschieden. Es hat mir Spaß gemacht, hier nochmal in Paris zu sein. Ich würde vorschlagen, wenn man hierher fährt, dann eher auf dem Wochentag. Am Wochenende ist es hier wirklich wahnsinnig voll. Ich hatte das Glück, schon am Pressetag da zu sein. Da hat man doch ein bisschen mehr Platz. Ich bin durch. Ich grüße nach Deutschland. Alles Gute, alles Liebe. Vielen Dank für meine Frau, die mir diesen Trip ermöglicht hat. Bis dann. Lest mich.